Berühmt mit Social Media. Fitness-Influencerin Sophia Thiel hat das geschafft. Aber was ist der Preis für den Erfolg? Man muss hart gesotten sein. Man kann sich in dem ganzen Prozess auch verlieren. Das ist friss oder stirb. Ich habe mich damals einfach verbrannt. Das Hobby ganz einfach zum Beruf machen? Das wollen viele angehende YouTuber. Doch wie funktioniert es und warum scheitern viele? Das Geheimnis der sozialen Medien, das ist immer noch ein Geheimnis für mich. Manchmal gehört ein bisschen Glück auch dazu. Das Alter spielt dabei schon längst keine Rolle mehr. Mit 82 ist Erika Rischko ein TikTok-Star. Ich empfinde es als unwahrscheinlich, dass ein kleines Filmchen von 15, 18 Sekunden so vielen Leuten gefällt. Aber wie wird man ein Hit im Netz und winkt bei Instagram und Co. tatsächlich das schnelle Geld? So Leute, ich dachte... Influencerinnen, die es geschafft haben, verraten ihre Tricks. Sophia Thiel ist eine der erfolgreichsten deutschen Fitness-Influencerinnen. Seit inzwischen 9 Jahren ist das ihr Beruf. 1,3 Millionen folgen ihr auf Instagram. Rund 1 Million haben ihren YouTube-Kanal abonniert. Doch es gab auch Tiefpunkte. Hallo, hier ist wieder eure Sophia und heute gibt's einen Bauch-Homeworker zum Mitmachen. Ihr rasanter Aufstieg, der immense Druck als Sportikone und eine Essstörung führten 2019 zu einem Zusammenbruch. Inzwischen ist die 27-Jährige wieder online und hat sich verändert. Nicht nur äußerlich. Ich konnte in dem ganzen Prozess schon sehr viel Frieden mit meinem Körper schließen. Ich sehe ihn nicht mehr als Feind, als Sklaven, den ich unterwerfen muss. Früher sah mein Alltag so aus: trainieren, essen, schlafen. Bei mir habe ich immer im Kopf gehabt, no pain, no gain. Nur wenn es richtig weh tut, dann funktioniert mein Körper. Der Kraftsport gehört immer noch zu ihrem Leben, aber sie will nicht mehr den vermeintlich perfekten Körper formen. Soll ich anfangen? Mach ruhig du. Okay, machst du Stories von mir? Ja, wo habe ich mal hin? Mit ihrem Sportpartner Dominik Ferenc trainiert sie regelmäßig im Studio und versorgt dabei ihre Follower mit Content. Im Gegensatz zu früher verheimlicht Sophia ihre Schwächen nicht mehr, sondern macht sie zum Thema. Jawohl. Super. Ja, komm, komm, komm. Gib Gas. Gib Gas. Ich wollte einfach dieses Schweigen brechen, denn viele denken, den vielen Influencern geht's, die haben einfach ein perfektes Leben. Perfektes Aussehen, perfekte Familie, perfekter Urlaub. Und ich weiß eben auch, dass es eben im Hintergrund ganz anders aussieht. Und, ist das gut? Dein Gesicht. Ja. Ja. Nee, super. Sophia wächst im bayerischen Rosenheim auf. Sie ist ein fröhliches Kind. Bis zur Pubertät. Als Teenager fühlt sie sich unwohl in ihrer Haut, auch weil sie wegen ihres Aussehens gemobbt wird. Ich habe schon früh den Wunsch entwickelt, abnehmen zu wollen, dazu zu gehören. So mit 15, 16, so Pubertät, wurde das halt dann immer intensiver, sage ich jetzt mal. Und dann haben halt auch viele schon einen Freund gehabt und ich nicht und so weiter. Und dann habe ich halt gedacht, okay, wie kann ich jetzt angehen? Und weil ich mich eigentlich nur noch von irgendwann als Salat ernährt, ohne Dressing, weil ich dann gemerkt habe, okay, so geht's nicht weiter, weil ich nehme zwar ab, also ich habe dann auf meine Größe von 1,72 dann unter 50 Kilo gehabt und das war aber alles andere als gesund. Und was mich wirklich gepackt hat, war halt dann das Bodybuilding. Der Sport verändert alles. Eine körperliche Verwandlung im Zeitraffertempo. Sophia fängt an, ihren Weg in den sozialen Medien zu teilen und wird in kürzester Zeit bekannt. Schon ein Jahr später steht sie bei einem Bodybuilding-Wettkampf auf der Bühne. Die Schattenseiten? Bis zu 4 Stunden Training am Tag, ein strenger Diätplan, Disziplin und Verzicht. Dazu der Druck, als Social-Media-Star immer in Topform sein zu müssen. Früher wollte ich auch vor allem Frauen helfen, dass sie ihre Fitnessziele erreichen, um nicht mehr verletzt zu werden, weil der Mobbing-Schmerz war für mich so der größte Schmerz und ich wollte anderen sagen, hey, ich hab's rausgefunden, wie es geht, mach das auch, das ist toll, funktioniert. Und dann habe ich mich in dem Prozess verloren. Vor meinem inneren Auge rast es irgendwie nur noch so vorbei. Das war natürlich irgendwie von 0 auf 100. Es war dann für mich eher so etwas, wo ich reingeschmissen worden bin, wo ich sehr schnell
irgendwie wachsen musste. Und ich hatte eh immer das Gefühl, als ob ich diesem Entwicklungsprozess immer hinterherhinke. Quasi, ich bin doch irgendwie doch nur die Sophia aus Rosenheim, gerade mal 19. Und ich bin selber irgendwie noch so in der suchenden Phase. Robin Blase ist Experte für Social Media Marketing. Er weiß, welch mitunter zerstörerischer Dynamik sich Influencer aussetzen. Social Media ist ein Feld, in dem es sehr viel Burnout gibt. Es gibt einen unglaublichen Druck zu performen. Den gibt es einmal, weil man angewiesen ist auf die Plattform, dass die den Content weiter ausspielen. Wenn man angewiesen ist darauf, dass die Fans einen weiter cool finden, weiter interessiert sind. Und das erzeugt einen immensen Druck. Dazu kommt, dass man sich eigentlich keine Pausen erlauben darf, weil man natürlich auch irgendwie konstant Inhalte liefern muss, um weiterhin relevant zu sein. Und dass man auch die ganze Zeit bewertet wird. Sein eigener YouTube-Kanal heißt Rob Bubble. Die knapp 300.000 Abonnenten unterhält er mit Satire aus der Netzwelt. Social-Media-Erfolg, seiner Meinung nach auch Glückssache. Wenn man ein Influencer ist, ist das auf jeden Fall ein Beruf. Das ist ein Job, wie jeder andere auch. Da steckt eine Menge Arbeit dahinter. Aber man ist halt eben erst in dem Job, wenn man schon diese Reichweite hat. Und das ist nichts, was man vorausplanen kann, weil man eben erst die Leute erreichen muss. Und ob das klappt, das kann halt vorher keiner mit hoher Gewissheit sagen. Sie haben es geschafft. Deutschlands Top-Influencerinnen sind mit ihren Hochglanzvideos Stars im Netz geworden und verdienen mit Werbung und eigenen Produkten ein kleines Vermögen. Pamela Reif unterhält ihre fast 9 Millionen Follower auf Instagram vor allem mit Fitnessvideos. Unter anderem vertreibt sie ihren eigenen Proteinriegel. Bianca Klaassen begann mit Schminktipps auf ihrem Kanal Bibis Beauty Palace. Heute gibt sie ihren rund 8 Millionen Followern Einblicke in ihr Familienleben, inklusive der Trennung von ihrem Mann Julian. Mehr als 18 Millionen folgen den Zwillingen Lisa und Lena auf Instagram. Mit 13 begannen sie ihre Karriere. Inzwischen tragen Fanartikel und Modelinien ihre Namen. Geld zu verdienen hatte Erika Rischko nicht im Sinn und wurde trotzdem zum Internetphänomen. Mehr als 415.000 folgen der 82-Jährigen auf TikTok, an die 110.000 auf Instagram. Mit ihren Fitness- und Tanzvideos hat sie Fans auf der ganzen Welt. Dabei hatte Erika bis vor 2 Jahren noch nicht einmal ein Smartphone. Wieso gucken die mich Alte an? Das sind doch junge Leute auf TikTok. Das ist wirklich unbegreiflich. In ihrem Stammfitnessstudio in Solingen trainiert Erika fast täglich. Manchmal kommt sie sogar 2-mal am Tag. Dass viele hier mehr als 60 Jahre jünger sind, stört sie nicht. Am Anfang, wenn ich dann hier drin war und kamen die jungen Leute, so Blicke, ne? Was will die hier? Aber als es denn an die Gewichte ging und an die Übungen, da haben sie denn doch geguckt und haben hinterher auch gesagt, Mensch, was bist du fit? Haben damit nicht gerechnet. Ja, das ist erstaunlich. Ich habe jetzt gerade die 12-5er und die Erika hat eben gut mitgehalten. Und das in dem Alter. Da ist vielleicht einer, der ist noch Anfang 70 höchstens. Ich bin einfach die Alte. Die Fitness-Oma. Mittlerweile nutzt sie ihre Reichweite vor allem außerhalb der virtuellen Welt und verdient sich mit Fernsehauftritten, Shootings und ihrem eigenen Fitnessratgeber etwas dazu. Willkommener Nebeneffekt ihres eigentlichen Ziels. Es geht mir einfach darum, dass ich ein bisschen mehr Muskeln habe, um fit zu bleiben. Wirklich, ja, mit Freude jeden Tag hierhin. Angefangen hat alles 1995. Ihre Tochter Silke studiert damals in den USA. Auf Besuchen zusammen mit ihrem Mann Dieter geht Erika dort zum ersten Mal ins Fitnessstudio und ihre Leidenschaft für den Sport ist entfacht. Ihre Tochter ist es auch, die vor gut 2 Jahren die ersten Videos hochlädt. Fremd ist Erika die digitale Welt immer noch ein bisschen. Ich kann ja auch mal eben gucken, was der TikTok macht. Aber da ist im Moment irgendwie ein bisschen Pause. Der Wurm drin. Danke. Ja, mehr kriegst du auch nicht. Frechheit.
Ein bisschen muss für mich ja auch übrig bleiben. Ja, dann hast du zu wenig gemacht. Am Anfang war so was Fremdes für mich, ne? Dass dann auf einmal 600, 800, 1000 Follower, boah, ne? Ich empfinde es als unwahrscheinlich, dass ein kleines Filmchen von 15, 18 Sekunden so vielen Leuten gefällt, vor allem in der wirklich ganzen Welt. Worldwide Erika. Ein Baustein ihres Erfolgs, die Videos sind auf Englisch. Ich bin stolz, freue mich auch über die Kommentare. Dann hatte ein Kind mal geschrieben, kannst du mir ein Autogramm schicken? Ja, ich habe keine Autogrammkarten. Das haben wir gemacht, fotografiert, gedruckt und haben mir das eben nicht hingeschickt. Ne? Also, ja. Die Marke Erika Rischko soll für Glaubwürdigkeit stehen. Die wichtigste Währung im Influencer-Business. Auch Steffi Schwarz ist mit ihrer Leidenschaft online gegangen. Basteln, nähen, selber machen. Vor 5 Jahren lud sie das erste Do-it-yourself-Video hoch. Gut 47.000 Abonnenten versammelt sie auf ihrem Kanal DIY-Mummies. Knapp 27.000 folgen ihr auf Instagram. Heute habe ich 3 richtig coole Deko-Ideen im Boho-Style für euch. Das ist mein Hobby, was ich zum Beruf gemacht habe. Und ich freue mich, dass ich damit Geld verdienen kann. Ich möchte auch ein bisschen Mut machen, dass man seinen Weg auch gehen kann. Man muss nicht immer im selben Beruf bleiben, wenn man das nicht möchte. Wir haben jetzt so viele Möglichkeiten. Bad Reichenhall, ein kleiner Ort in Oberbayern an der Grenze zu Österreich. Hier lebt Steffi Schwarz zusammen mit ihrem Lebensgefährten Sebastian Riel und den gemeinsamen Kindern Amelie und Edison. Bis zur Geburt ihrer Tochter arbeitete sie als Gestalterin für visuelles Marketing. Was ich jetzt gerne noch mal machen würde, so Richtung Ende des Sommers, ich würde gerne noch mal das Thema Töpfern auch noch mal aufgreifen. Auf jeden Fall, ja. Weil das sind ja mit die Evergreen-Videos bei uns, die immer, immer laufen. Ja, ja. Jetzt ist mal genug Butter. Magst du vielleicht mal Käse haben? Ja. Bitteschön. Ich war vorher von 8 bis 17 Uhr arbeiten und mit 2 Kindern war das schon immer so eine Sache, habe ich mir vorgestellt, wie soll das denn mal funktionieren dann mit den Kids? Und somit habe ich jetzt einfach die Zeit, die mir frei einteilen kann. Und das ist halt super, wenn man so flexibel dann sein kann. Mit ihren Videos verdient Steffi heute mehr als früher. Doch das geht nur mit Abstrichen. Es hört sich immer so einfach an YouTube, aber es ist sehr viel Arbeit damit auch verbunden. Aber wir versuchen das halt wirklich in unser Leben zu integrieren. Ja, also dass es halt ein Teil von uns ist und versuchen das halt zu leben einfach. Ja. Heißt, wenn in ihrer Wohnung Hand angelegt wird, läuft die Kamera. Dabei kommen ihre Einnahmen nur zum Teil von YouTube selbst. Das meiste fließt durch Kooperationen mit Baumärkten oder Stoffläden in die Kasse. Ja, die Lampe, die haben wir auch selber gemacht. Da haben wir uns so einen richtig großen Luftballon besorgt. War ein bisschen schwierig, den aufzupusten. Da braucht man wirklich viel Lungenvolumen. Und dann einfach mit im Kleber getunkten Kordel das Ganze mehrfach umwickelt. Ich finde, Lampen zu finden ist immer ein bisschen schwierig und die schönen, die sind immer extrem teuer. Deswegen ist das eine richtig gute Alternative. Ja, und hier diese Nische, sage ich mal, haben wir auch selber gemacht. Wir haben zu einem den Bogen hier gestrichen. Das haben wir in Zeitraffer aufgenommen und auf TikTok zum Beispiel gestellt. Das Video ging total viral mit über 1 Million Aufrufe. Auch wenn sie sich diesen Hype nicht so richtig erklären kann, weiß Steffi grundsätzlich schon, welche Regeln sie beherzigen sollte. Auf TikTok ist es wichtig, dass die Videos einen guten Vorher-Nachher-Effekt haben. Und auch in einer kurzen Zeit. Da ist einfach die Aufmerksamkeitsspanne nicht so groß auf TikTok. Das heißt aber nicht, dass es auf Instagram gut geht oder auf YouTube. Ihr Wohnzimmer in Bad Reichenhall ist Werkstatt und Filmstudio zugleich. Sebastian kümmert sich um die Technik, das spart Zeit und Geld. Sind wir bereit? Ich bin bereit. Sieht's gut aus? Ich sehe gut aus, du siehst gut aus. Okay. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute habe ich wieder richtig coole IKEA-Hacks für euch und wir fangen direkt an mit dem ersten. Im früheren Leben Vase und Salatschüssel, jetzt wird eine Lampe draus. Basteln als Beruf. Durch meine Ausbildung habe ich eigentlich schon mit vielen Materialien auch gearbeitet. Also so Stichsäge, Kreissäge und sowas kann ich alles ganz gut machen auch.
Und jetzt so Sprühen mit Sprühfarbe und so, das haben wir tatsächlich weniger gemacht. Und sowas lernt man dann halt einfach. Da müssen wir das Ganze jetzt noch einmal trocknen lassen, damit wir es dann weiter verarbeiten können. Ja, genau. Super. Ja, ansonsten, ich finde es auch immer spannend, mir neue Sachen einfach anzueignen und ein bisschen auszuprobieren. Das ist nicht immer alles perfekt. Von IKEA erhält die zweifache Mutter keine Unterstützung. Für sie trotzdem lohnend, denn IKEA-Hacks sind beliebt im Bastelkosmos und ziehen neue Abonnenten an. Dann schauen wir mal. Da ist sie. Ich finde es ganz süß. Ich könnte es mir zum Beispiel im Kinderzimmer ganz gut vorstellen. Aber es erinnert mich tatsächlich an so einen Pilz, auch mit den Flecken obendrauf. So als Nachtlicht vielleicht. Könnte ich mir das richtig gut vorstellen. Ja, ich finde es eigentlich ganz süß. Also für 7 € ist das ein cooler IKEA-Hack. Das Ergebnis? Ein aufwendiges Video, in dem viele Arbeitsstunden stecken. Erfolg ist trotzdem nicht garantiert. Ja, und das ist Nanda. Wenn ich ein Video auf YouTube hochlade, das Allerwichtigste, auf das ich achte, ist, habe ich ein Vorschaubild, was ansprechend ist, und habe ich einen Titel, der ansprechend ist, in Kombination auch. Weil ich möchte natürlich, wenn jemand ein Video angezeigt bekommt, klickt der dann da drauf. Weil ich muss ja hervorstechen aus super vielen Videos. Was auch unglaublich wichtig ist für Erfolg auf YouTube, ist, dass die Leute dann so ein Video auch zu Ende gucken. YouTube mag das gar nicht, wenn jemand nach den ersten 10 Sekunden abspringt. Das heißt, ein Video muss dramaturgisch, erzählerisch einfach so gestaltet sein, dass ich am Anfang ein Versprechen bekomme, was wird in dem Video passieren, was erwartet mich. Und das muss dann natürlich auch erfüllt werden und das macht sie super. Auch eine Sache der Erfahrung. In 5 Jahren hat Steffi Schwarz schon mehr als 250 Videos online gestellt. Als sie ihren festen Job an den Nagel hängte, stieß sie zunächst auf viele Widerstände. Ich glaube, am Anfang waren alle recht skeptisch. Auch in den Bezug darauf, dass man damit vielleicht irgendwann mal Geld verdient. Das ist ja nicht der typische Beruf. In meinem 40-Stunden-Job vorher habe ich so um die 1.300, 1.400 verdient netto. Und jetzt verdiene ich mehr mit dem, was ich mache und möchte auch eigentlich nicht mehr zurück. Ja. Ich glaube, jetzt mittlerweile, also meine Mama ist ganz stolz darauf und ja, also mittlerweile finden es alle ganz super. Ich denke, dass Steffi vor allem sehr viel gewachsen ist, also dadurch, dass sie halt vor der Kamera steht und halt auch viel im Bereich Selbstständigkeit auch gelernt hat auch, also das merkt man schon. Die beiden haben große Pläne. Irgendwann soll die ganze Familie von den Videos leben können. Aber ist das realistisch? Das Geheimnis der sozialen Medien, das ist immer noch ein Geheimnis für mich. Man muss halt wirklich weitermachen. Und auch wenn es mal nicht so gut läuft und man nicht so viele Aufrufe bekommt, heißt das nicht, dass nicht das nächste Video auf einmal gut laufen kann. Ja, da steckt man manchmal nicht drin. Manchmal gehört ein bisschen Glück auch dazu. Also dranbleiben, das ist wirklich so das A und O. Der Erfolg im Netz kann auch zur Bürde werden. So hat es Fitness-Influencerin Sophia Thiel erlebt. Sie ist gerade mal 19, als sie deutschlandweit bekannt wird. Ihren Followern verschweigt sie jahrelang, dass sie unter Essstörungen leidet. Sie ernährt sich streng nach Plan, doch immer öfter kommt es zu Essanfällen. Sie hat Gewichtsschwankungen, muss sich ihren Fans trotzdem permanent in bester Form präsentieren. Sie funktioniert nur noch. Der Druck wird immer größer. Bis zu ihrem Zusammenbruch im Jahr 2019. Ich habe keine andere Lösung mehr gesehen, als jetzt die Reißleine zu ziehen. Ich bin dann erst mal ein richtiges Loch gefallen und dann, wo alles weg war, hatte ich erst mal so eine leichte Identitätskrise. So ohne Social Media, ohne Kraftsport, wer bin ich denn eigentlich? Ich habe mir persönlich gesagt, während der Auszeit, wenn du das nicht schaffst, das ganze Thema mit deiner Ernährung in den Griff zu kriegen, dann möchte ich diesen persönlichen Leidenskampf auch nicht mehr weiter öffentlich austragen. Dann würde ich mir eingestehen, dass ich das ganze Social-Media-Ding an den Nagel hänge. Auch ihrer neuen Liebe Raphael verschweigt Sophia anfangs ihre Probleme. Beide kannten sich von früher aus dem Fitnessstudio und sind seit 2,5 Jahren ein Paar. Ich hatte schon immer so das Gefühl, okay, mit Essen scheint wohl irgendwie was zu sein, aber ich habe nie näher nachgehakt. Raphael ertappt Sophia schließlich bei einer ihrer Essattacken.
Statt wie besprochen zum Training zu gehen, fährt sie zum Supermarkt und kauft sich all die Dinge, die sie sich sonst verbietet. Ich habe mich in dem Moment irgendwie hintergangen gefühlt. Dabei hat sie mir ja eigentlich gar nichts getan. Aber es war für mich einfach in dem Moment befremdlich. Ja, in dem Moment hat Rafa ungewollt eine Seite von mir kennengelernt, die ich eben ja eigentlich verstecken wollte und auch vor meiner Social Media Auszeit, vor der ganzen Social Media Welt verstecken wollte. Und dann habe ich mir gedacht, ich muss es mit ihm sowieso teilen. Jetzt ist halt so passiert. Ich hätte es ihm auch gerne auf einem anderen Weg irgendwie mitgeteilt. Aber hätte er mich deswegen verlassen und gesagt, okay, möchte ich nicht, packe ich nicht, verstehe ich nicht, dann hätte das auch so kommen sollen. Sophia wird klar, dass sie Hilfe benötigt und begibt sich in Therapie. Ein Neuanfang in vielerlei Hinsicht. Vor einem Jahr wäre es überhaupt nicht möglich gewesen, undenkbar, dass ich über Essstörungen spreche, das Wort ausspreche oder gar meine Essanfälle detailliert beschreibe. Ich habe mir auch niemals vorstellen können, jemals ohne Lebensmittelwaage zu kochen, ohne eine Fitness-App, also mein Essen nicht zu tracken und so weiter. Ich habe meiner Therapeutin an der Anfangszeit verhandeln müssen, ob wir mal die App löschen können. Und es war für mich so, auf gar keinen Fall. Das war richtig schlimm für mich. Oder alleine Kalorien erhöhen. Also es war richtig krass und heute ist es für mich so normal, wo ich auch immer manchmal innehalten muss und das wertschätzen muss, was bereits alles so geschehen ist. Bei ihren Fans kommt die Offenheit an. Sich mit aller Verletzlichkeit zu zeigen, macht sie für viele nahbarer. Bei Erika Rischko und ihrem Mann Dieter steht der Spaß im Vordergrund. Jeder neue Internet-Hype wird aufgegriffen. Zu alt? Das gibt's bei ihnen nicht. Die Ideen für ihre Videos kommen von ihrer Tochter. So, dann gucken wir darüber. Kopf. Kriege ich heute nicht. Eigentlich bin ich besser. Aber nur eigentlich. Überwiegend, also was heißt, überwiegend ja. Bin ich besser. Ne? Ja. Ich habe es schneller drin. Kapiert. Ihre erfolgreichsten TikTok-Clips erreichen mehr als 10 Millionen Aufrufe. Dabei wird die Plattform vor allem von sehr jungen Leuten genutzt. Entdeckt wurde die Rheinländerin 6000 Kilometer von ihrer Heimat entfernt. 2020 erscheint ein Artikel über Erika Rischko im Wall Street Journal. Danach berichtet das amerikanische Frühstücksfernsehen. Erikas Durchbruch als Fitness-Granny. Erst danach werden auch deutsche Medien auf die sogenannte Fitness-Oma aufmerksam. Ich freue mich immer, wenn sie dann da irgendwo eingeladen wird und sie gegen den Promis dann auch noch antritt und die dann auch noch den Segel strecken, wie bei dem Kerner war das. Ne? Das war ganz lustig, denn der ist echt sportlich. Ja, aber diese Plank, die hat es wirklich in sich. Und ich habe das ja mal 8 Minuten geschafft. Herr Kerner, ja, der ist nach 4 Minuten. Ich habe dann noch eine Minute drangehangen, aber der ist nach 4 Minuten zusammengesackt. Erika Rischko ist nicht die einzige Silversurferin in den sozialen Medien. International hat die New Yorker Mode-Ikone Iris Apfel Kultstatus. 2 Millionen Follower mit 101 Jahren. Das macht ihr so schnell keiner nach. Mae Musk, Mutter von Elon Musk, ist mit 73 Jahren ein erfolgreiches Model und hat bei Instagram mehr als 600.000 Anhänger. In Deutschland sind Uschi, Evelyn und Co. echte Stars. Auf dem Kanal Seniorenzocken probieren sie Videospiele aus. Da erinnere ich mich. Ah, wo bin ich denn jetzt? Mein Grün ist weg! Mit Selbstironie zum Erfolg. Mehr als 700.000 meist junge User klicken regelmäßig ihre Videos. Erika Rischkos Potenzial hat inzwischen auch ein Verlag erkannt und sie für einen Sportratgeber gewonnen. Die 82-Jährige nutzt jedes Medium, denn sie hat eine Mission. Hallo Jakob. Moin Erika. Wie geht's dir? Gut. Wenn ich hier bin, geht mir immer gut. So muss das doch sein. Ich möchte vor allen Dingen erreichen, dass sich auch ältere Leute wirklich mal ein Popo hochkriegen und ein bisschen was tun. Und ich glaube, dass ich auch schon so
einige habe überzeugen können. Ich wünschte, ich hätte Ihre Motivation. Also es ist wirklich, also es ist unglaublich. Ich schaffe es leider nicht. Ich schaffe es nicht mal dreimal die Woche zu kommen. Ja, aber Erika ist ein anderer Maßstab. Seit 27 Jahren ist sie, wie sie selbst sagt, Fitness-Junkie. Ohne die sozialen Medien hätte das aber wohl kaum eine erfahren. Ich finde, sie ist ein perfektes Beispiel dafür, was auf Social Media funktioniert, egal wie alt man ist. Beziehungsweise bei ihr spielt das Alter sicherlich auch mit rein in den Erfolg. Weil wenn ich auf TikTok ein Video von einer 82 Jahre alten Frau angezeigt bekomme, die Fitnessübungen macht, da würde ich auch erstmal hängen bleiben. Da würde ich auch sagen, wow, was ist das für eine coole Frau? Das ist das, was mich an Social Media auch so begeistert, dass einfach jeder die Möglichkeit hat, eine Stimme zu bekommen und die Dinge, die ihn besonders machen, mit der Welt zu teilen. Ich schieb jetzt hier das davor. Ja. Kletter rauf und häng mich drauf und du nimmst das auf. Ja, mach ich. Okay. Hausfrau, Mutter und als Rentnerin Internetstar. Während bei vielen im Alter die Welt immer kleiner wird, ist ihre so groß und weit wie nie zuvor. Alles gut geworden? Alles drauf? Ja, kannst du gucken. Können wir brauchen. Ja, können wir mitarbeiten. Reich wird Erika Rischko mit ihren TikTok-Clips nicht. Aber sie bekommt etwas, das für sie viel wertvoller ist. Ich bin stolz. Es macht mich wirklich ein Stück größer. Ich bin selbstbewusster geworden. Weil das ist ein Gebiet, was ich ja nie gelernt habe. Irre. Einfach irre. Den Hype um angesagte Influencer versucht ein Fahrschulinternat aus Gera für sich zu nutzen. Auf ihrem YouTube-Kanal kann man dabei sein, wenn Social-Media-Stars und Sternchen ihren Führerschein bestehen. Oder auch nicht. Oh, Ruhe anfahren. Bremse weg, Bremse weg. Halten die Kupplung. Fahren mal weiter. Es war ja immer so, dass die Influencer Werbung auf ihren Kanälen für uns gemacht haben. Und dann dachte ich mir irgendwann, nee, wir müssen den Spieß eigentlich umdrehen. Wir müssen auf unseren Kanal Videos machen und dann natürlich auch ein Stück weit bekannter werden. Es macht einfach Spaß, auch zu sehen, wer jetzt schon alles bei uns war. Nancy Bratke war früher selbst Fahrlehrerin. Jetzt kümmert sie sich um die Videos. 152.000 Abonnenten schauen sich die Clips regelmäßig an. Werbefilme aus dem wirklichen Leben. Es gibt eine Zielgruppe von 3 Millionen, also die 16- bis 18-Jährigen, die im Thema Führerschein drin stecken. Und die können sozusagen ihr Idol begleiten beim Führerschein, lernen dabei aber auch noch was. Und ich denke, die Kombination ist für uns perfekt. Die Autos werden komplett mit Kameras ausgestattet. Vorfahrt genommen oder Kupplung vergessen, alles wird dokumentiert. Die User vorm PC sitzen quasi mit im Auto. Das schönste Feedback, was wir bekommen, dank euch habe ich den Führerschein bestanden und dabei waren die Leute gar nicht hier, sondern haben wirklich nur die Videos geschaut. Aber prinzipiell auch die Liebe unter der Community oder auch die Hilfsbereitschaft ist einfach, kriege ich echt Gänsehaut bei. So, Jana, das ist er? Ja. Du bist bisher Automatik gefahren, jetzt haben wir Schaltbacken. Nancy hat schon eine Kameras reingebaut. Genau, die Kameras laufen schon. Okay. Eine filmt nach vorne raus, eine filmt euch beide, eine filmt auch deine Füße. Okay. Heute gibt Jana Claire Gas. Sie bekommt ihren Führerschein gesponsert und macht dafür Werbung auch auf ihren Kanälen. Für gewöhnlich geht es bei ihr auf TikTok um Alltägliches. Okay, ich bin fertig geschminkt. Ich habe meine Lippen anders gemacht als sonst und ich mag es irgendwie nicht. Die Videos zeigen auf jeden Fall die ungeschminkte Wahrheit. So, liebe Jana, jetzt geht's los. Yeah. Motor an. Was ist das? Ja. Guck wieder nach hinten. Mhm. Noch ein Stück, noch ein Stück, noch ein Stück. So, zählst du an. Kupplung treten, Bremse, erster. Eine Fahrstunde kann zum peinlichen Erlebnis werden. Möglicherweise schauen gleich Hunderttausende auf YouTube zu. Das ist meine größte Angst, richtig dumm rüberzukommen. Es ist ja klar, dass so Leute, die im Internet, also beziehungsweise die Leute, die in der Öffentlichkeit stehen, dass die vielleicht generell eher kritischer beobachtet werden, weil jeder die ja sieht. Deswegen denke ich auch, dass deswegen die Angst auch da ist.
Das meistgeklickte Video auf dem Fahrschulkanal hat immerhin 1,9 Millionen Aufrufe. Ich schneide jetzt gerade die allererste Fahrstunde von Jana. Ja, das fährt ja von alleine. Also jetzt tust du mal bremsen, aber bitte vorsichtig. Ja. Oh, okay. Hilfe. Ganz wichtig, das Schild. Guck nicht, ob frei ist. Du musst erst 3 Sekunden halten. Mike Fischer ist seit 1990 Fahrlehrer. Angefangen hat er damals mit einem Trabi. Geändert haben sich seitdem nicht nur die Autos. Ja, aber Jana stellt sich echt gut an. Also die Kombination von beiden passt auch auf jeden Fall. Sehr gut, sehr gut. Das wird wieder ein gutes Video, also prima. Und dadurch, dass wir ja unser Fahrschulinternat haben und damit Kunden aus ganz Deutschland beziehen, ist es natürlich wichtig, dass wir uns sozusagen vom regionalen Anbieter zu einem nationalen Anbieter transformieren. Und das gelingt uns über die Social-Media-Kanäle. Ein Stück vom Kuchen abhaben will auch Sandra Wall. Die 36-Jährige aus Bimbach kocht und backt mit dem Thermomix. So ihr Lieben, ihr habt euch einen Käsekuchen von mir gewünscht. Der ist das letzte Mal so gut bei euch angekommen. Ja, ich würde sagen, wir fangen jetzt an. Ich zeige euch gleich die Zutaten, die wir brauchen. Ist wieder wie immer kalorienarm und zuckerfrei. Traumberuf Influencer. Winkt das vermeintlich leicht verdiente Geld? So einfach ist es dann doch nicht. Rund 7 Stunden investiert Sandra pro Tag in ihre Videos. Ich schreibe jetzt den Untertitel dazu, was ich hier in der Story spreche, weil es einfach ganz viele Menschen gibt, die meine Story auf Stumm hören oder auch gehörlose Menschen, die da immer ganz dankbar sind, wenn ich den Text dazu schreibe. Auf ihrem Instagram-Account Fitgemixt versorgt sie ihre 158.000 Follower täglich mit frischem Kochcontent. Die heißgeliebten High-Protein-Brötchen in der Vollkorn-Variante, das war so gut. Diesen leckeren Spaghetti-Salat musst du einfach unbedingt probieren. Er ist perfekt für die Grillsaison. Und nach nur 25 Minuten hast du einen leckeren und gesunden Frühstücksauflauf. Perfekt auch für die Arbeit. Probier's aus. Die gelernte Erzieherin hat während der Elternzeit angefangen, ihre Kochvideos ins Netz zu stellen. Mittlerweile kann sie gut davon leben. Mein Account dreht sich um bewusste, kalorienarme, zuckerfreie Ernährung, alltagstaugliche, schnelle Gerichte vor allem. Also wenn ich dann schon anfange, mehrere Schritte zu machen, das mögen die Leute einfach nicht. Also es soll schon immer schnell gehen, gerade so Feierabendgerichte, das kommt gut an, Meal Prep Gerichte, alles rund um den Thermomix. Hinter den schnellen Gerichten steckt dennoch viel Aufwand. Ich finde es immer schön, wenn man auch gerade von oben sieht, was passiert. Ich mache es immer so, dass ich mehrere Winkel fürs Reel habe. Dann ist es so ein bisschen ja, schöner für die Zuschauer zum Anschauen dann am Ende. Sieht das Reel besser aus. Das Rezept ist einfach. Was gut aussieht, wird gut geklickt. Und Klicks sind bei allen Plattformen die Währung. So, jetzt passt es. Nicht jeder interessiert sich für gesunde Rezepte aus dem Thermomix. Trotzdem oder gerade deshalb hat Sandra sich entschieden, nur darauf zu setzen. Denn auf die richtige Nische kommt es an. Es gibt eine ganze Menge Koch-Content auf Social Media. Und da dann Erfolg zu haben, eine Möglichkeit, wie man das forcieren kann, ist natürlich zu sagen, ich bin sehr, sehr gut in dieser einen Sache. Und eine Nische ist manchmal auch einfach die smartere Entscheidung, weil die Leute, die im absoluten Mainstream erfolgreich sind, das ist halt eine Handvoll Menschen. Bei Sophia Thiel folgte auf den Erfolg der Zusammenbruch. Fast 2 Jahre lang herrscht Funkstille auf ihren Kanälen. Eine Ewigkeit in der Social-Media-Welt. Mit einer öffentlichen Beichte meldet sie sich schließlich zurück. Das war die schwerste Entscheidung bisher, die ich je getroffen habe, aber auch dann im Nachhinein mitunter also die wertvollste. Für mich auch sozusagen ein absoluter irgendwie total schlimme Situation, weil ich dachte, ich bin so in meinem Beruf habe ich versagt. Ich habe meine ganze Community im Stich gelassen. Ich habe Leute sind mir böse, ärgerlich, enttäuscht von mir und jetzt sitze ich da. Weil beim Comeback-Video fiel es mir sehr schwer, auch mich zu präsentieren, wie ich bin, also auch was mein Äußerliches angeht. Ich habe da auch gemerkt, dass meine Community, okay, vielleicht mögen sie mich doch nicht nur wegen dem Sixpack, sondern vielleicht wegen der Message, die ich habe oder meine Art, wie ich bin, was ich halt nie so wirklich glauben wollte. Ich dachte halt immer, ich bin halt der Fitnesserklärer, ich muss ein Sixpack haben als Fitnessinfluencerin, sonst werde ich nicht für ernst genommen, respektiert. Wenn man als Social Media Star aufhört, egal für wie lange, dann ist natürlich immer das Risiko da, dass man in der Zeit vergessen wird. Also das Risiko ist einmal da, dass die Algorithmen einfach dann gar nicht mehr einen ausspielen, wenn man wiederkommt.
Die Gefahr ist aber auch da, dass die Community einfach keine Lust mehr hat, dass sie das nicht mehr interessiert. Und ich glaube, die Geschichte von Sophia und inzwischen auch anderen Leuten hat gezeigt, dass sich das so ein bisschen gewandelt hat und dass, wenn jemand aufhört und wiederkommt, das inzwischen auch tatsächlich auch helfen kann, weil das dann einen gewissen viralen Impact auch hat. Ach krass, die Person kommt zurück und teilt ihre Geschichte, warum sie weg war. Ehrlichkeit hat sich für Sophia Thiel ausgezahlt. Sie ist wieder auf der Erfolgsspur. Heute kennt sie die Fallstricke eines Lebens in der Öffentlichkeit. Man muss hart gesotten sein. Man kann sich in dem ganzen Prozess auch verlieren, weil dafür gibt es keine Ausbildung. Das ist friss oder stirb. Und ich habe mich damals einfach verbrannt, würde ich sagen. Also ich hatte einen sehr hohen Anspruch. Ich hatte kaum soziales Leben mehr. Ich hatte keine anderen Hobbys mehr. Ich habe 24/7 irgendwie nur dafür gelebt. Und das erzeugt auch heute bei mir teilweise einen enormen Druck, weil es gibt auch nicht sowas wie Feiertage oder Ferien und so weiter. Da der Alltag, dein Leben und Social Media so irgendwie ineinander verfließt, dass du es schwer voneinander trennen kannst. Der Imagewechsel eröffnet der 27-Jährigen neue Chancen. Mit Themen wie Selbstliebe, Body Positivity und gesunde Ernährung lassen sich auch neue Kooperationspartner finden. Ihrer Leidenschaft, dem Kraftsport, ist die Rosenheimerin dennoch treu geblieben. Mit neuer, klarer Message. Super. Ich habe in der Pause sehr viel über mich selbst gelernt und bin auch heute ein absoluter Fan von Therapie und spreche offen über mentale Gesundheit. Und dachte ich mir, ich möchte mit diesen Themen jetzt zurückkommen. Früher haben die Hater versucht, meinen wunden Punkt zu finden und hatte ich sogar mehr Hate als heute. Weil heute nehme ich meinen wunden Punkt und präsentiere ihn und sage ihnen, ja, so ist es halt. Hier so einmal meinen Bauch, also hier so ein bisschen squishy, aber das finde ich eigentlich gar nicht mal so schlecht. Ich denke, Social Media verlangt heute auch nach einer gewissen Transparenz und Ehrlichkeit. Jawohl, sehr gut. Oh, oh. Dass man auch ohne Sixpack eine erfolgreiche Fitness-Influencerin sein kann, hat Sophia Thiel bewiesen. Dass man mit Offenheit punkten kann, auch. Trotzdem sieht sie ihren Beruf heute durchaus kritisch. Das ist nicht nur Glitzerwelt, sondern es ist auch ein enormer Druck, immer abzuliefern. Und deswegen, wenn das meine Kinder mal sagen sollten, dann würde ich ihnen ganz schön viel aufklären und würde mir fast schon wünschen, dass sie eigentlich eher fern davon bleiben, weil man das, glaube ich, vor allem in sehr jungen Jahren schwer für sich einordnen kann. Genau mit dieser jungen Influencer-Generation arbeitet ein Fahrschulinternat aus Gera zusammen. Die Academy spendiert den Führerschein, aber dafür werden die Fahrstunden zur öffentlichen Angelegenheit. Langsam, voll hin. Sind weiter nach hinten. TikTokerin Jana Claire hat sich auf den Deal eingelassen. Stopp. Ja. So, Jana, schön lächeln. Super machst du das. Ihre ersten Versuche hinterm Steuer wurden aus jedem Winkel gefilmt. Okay. Also, wenn du das willst, noch mal irgendwie so machen oder Daumen nach oben. Ja, genau. Die Clips laufen nicht nur auf dem YouTube-Kanal des Fahrschulinternats. Auch Jana postet auf ihrem eigenen TikTok-Account jeden Tag mindestens ein Video. Führerschein gegen Reichweite. Das ist die Werbeidee, mit dem die jungen Kunden erreicht werden sollen. So Leute, ich dachte, warte, nehmen Sie durch in den Spiegel. So Leute, ich dachte, ich zeige euch mal ganz kurz, wo ich Theorie habe, weil vielleicht interessiert euch das, aber es sieht auch cool aus. Also man kommt rein und hier ist so eine richtig geile Couch und uns wurde gesagt, wir dürfen uns auch hinlegen, wenn wir die Schuhe ausziehen. Das wollte ich euch auch nur zeigen und ich muss jetzt lernen. Dass sie nichts bezahlen muss, kommt nicht bei allen gut an. Die zum Teil rüde Kritik auszuhalten, Teil des Jobs. So viele finden das unfair, dass ich das mäßig gesponsert bekomme hier und dafür dann halt Werbung mache. Aber wenn eine Person das angeboten bekommt und noch keinen Führerschein hat und jetzt gerade nicht das Geld zur Verfügung hat, das jetzt so zu bezahlen, wer würde dazu Nein sagen? Das Konzept von Nancy Bratke geht auf jeden Fall auf. 60% der Anmeldungen werden über Social Media generiert. Sie wählt sorgfältig aus, welcher Influencer nach Gera eingeladen wird.
Es ist tatsächlich so, dass die Influencer sich bei uns bewerben, ob sie den Führerschein machen dürfen. Und dann schauen wir natürlich, ob Content passt, ob die Reichweite stimmt. Ja. Und wenn alles hinhaut, dann kommen diejenigen zu uns. Der Führerschein war kostenlos, aber bezahlt hat Jana doch. Mit einem Teil ihres Privatlebens. Sandra Wall postet vor allem aus der eigenen Küche, denn bei ihr geht es um gesunde Rezepte mit dem Thermomix. So, der Kuchen ist jetzt im Ofen. Ich habe schon richtig Lust drauf. Freut euch auf das Rezept. Ich lade es euch dann auf jeden Fall heute Abend dann auch hoch. Dann könnt ihr es direkt ausprobieren. Dass die Internet-Community gnadenlos sein kann, musste auch sie schon erleben. Die Leute wissen manchmal oder denken gar nicht daran, dass wirklich hinter jedem Account auch eine reale Person steht mit Gefühlen wie jeder andere auch. Kommt schon manchmal echt was Negatives auch, aber das ist wie im realen Leben. Man bekommt 100.000 positive Komplimente, positives Feedback und diese eine Nachricht beschäftigt einem dann auch. Muss man natürlich auch lernen, erstmal mit umzugehen. Die 36-Jährige verdient ihr Geld seit 3 Jahren mit Instagram. Bis dahin war es kein leichter Weg. Gelernt hat sie vor allem aus ihren Fehlern. Wir sind jetzt hier gerade bei Juni 2019 und ich habe einfach ewig lange Storys gemacht. Wie ich mich jetzt auch entwickelt habe, was ich jetzt alles anders machen würde, sehe ich jetzt hier gerade. Guten Morgen, ihr Lieben. Ich habe mich jetzt schon fertig gemacht. Ich gehe gleich mit meiner Schwägerin schön lecker frühstücken. Also es ist einfach total nervös, sehe ich mich da. Es ist so verwackelt. Ich glaube, ich spreche 3-mal das Gleiche in einem Satz. Ja, man merkt einfach, dass es noch total eine Unsicherheit dahinter war. Ich habe ohne Stativ gearbeitet, ohne Licht. Ja, das will ich auf jeden Fall so nicht mehr hochladen jetzt. Eine der größten Herausforderungen? Influencer müssen liefern, am besten täglich. Denn je mehr Videos sie veröffentlichen, desto mehr Menschen werden die Clips vorgeschlagen. So, jetzt schaut euch mal diesen leckeren Kuchen an. Der ging jetzt wirklich richtig schnell und ist richtig lecker geworden auch. Ich schreibe euch jetzt das Rezept auf und ihr dürft gerne mal abstimmen, ob ihr Lust auf das Rezept auch habt. Also ich versuche halt immer meine Community mit einzubeziehen, also einfach um auch die Interessen von meiner Community besser kennenzulernen. Aber zum anderen ist es auch ganz, ganz wichtig für die Storyviews. So steigen die einfach, wenn umso mehr Leute interagieren. Und je größer die Interaktion, desto größer auch das Interesse möglicher Kooperationspartner. Sandra produziert neben ihren Stories zu jedem Rezept noch ein 30-sekündiges Reel. Gepostet wird das am Abend, wenn die Abonnenten Zeit dafür haben. Anschließend werden die Erdbeeren püriert, mit Tortenguss aufgekocht und auf den abgekühlten Käsekuchen verteilen. Nach Belieben noch dekorieren und schon ist dein leichter Käsekuchen fertig. Lass es dir schmecken. Ich habe auch einige Kooperationspartner, mit denen man natürlich einen Betrag X jetzt aushandelt. Und meistens sind es dann wirklich so Sachen, die mit meinem Account auch zu tun haben. Sei es gesunde Ernährung, irgendwelche Shops mit Superfoods. Und wenn es mir gefällt, wenn ich überzeugt von einem Produkt bin, dann geht es dann halt in die Verhandlung. Alles gibt Sandra nicht von sich preis. Ihre 2 Töchter zum Beispiel zeigt sie auf ihrem Account nicht. Sieht ja lecker aus, Schatz. Dankeschön. Ella, komm! Ihr Mann war zunächst skeptisch, aber der Erfolg seiner Frau hat ihn schließlich überzeugt. Heute stärkt er seiner Frau den Rücken. Ich kann es davor nicht, also Instagram, das war für mich irgendwie wie Facebook einfach mal drin. Aber jetzt, wo ich das jetzt mitbekomme, also ich bin sehr stolz auf Sandra. Die macht es sehr gut, ihr macht so Spaß und das ist das Wichtigste. Mama ist Influencerin, für die Familie mittlerweile Alltag. Ich investiere eigentlich den Vormittag, wo die Kinder im Kindergarten sind. Da gebe ich dann wirklich Vollgas, auch ohne Pause, dass ich dann ja, meine Reels drehe, meine Videos. Also so wie jede Mama im Angestelltenverhältnis auch die Arbeitszeit dann wirklich da hat, wo die Kinder betreut sind. Sandra Wall hat aber nicht nur in der virtuellen Welt Erfolg. Sie ist mit ihrer Arbeit auch im wirklichen Leben angekommen. Ich mag es einfach, Rezepte in der Hand zu halten, Bücher in der Hand zu halten. Ich kenne da auch ganz viele, die das genauso mögen, die mir das schreiben, dass es toll finden. Meine Community, die wartet schon immer aufs nächste Buch, weil es ja dann doch nochmal speziellere, besondere Rezepte sind, wie jetzt, was ich auf Instagram zeige, weil ich da einfach am Tag gar nicht so die Möglichkeit habe, so aufwendige, besondere Rezepte auch zu zeigen. Bereits 6 Koch- und Backbücher hat sie geschrieben. Die letzten beiden sind druckfrisch. Das älteste Medium ist auch für sie immer noch etwas ganz Besonderes. Ja, wir haben ja auch schon mal
eine Überraschung für dich, nämlich ein fertiges Muster. Das ist ja cool, das endlich mal jetzt auch in live zu sehen. Das sieht ja super schön aus. Ja, da siehst du so, wie das fertige Ergebnis aussehen wird. Ja, mein ganzes Herzblut steckt in dem Buch. Und die Rezepte wurden alle mindestens jedes einzelne 3-4 Mal ausprobiert. Also hier sind 60 Rezepte drin. Da könnt ihr euch vorstellen, wie oft wir zu Hause süße Naschereien hatten. Auch dieser Moment wird natürlich gepostet. Das Leben als Content. So ihr Lieben, ich habe euch ja versprochen, dass ich euch mit in die Druckerei nehme. Das ist der Sören. Hallo. Und der hat uns tatsächlich ein Probeexemplar gemacht vom neuen Buch. Ich habe es jetzt zum ersten Mal in den Händen gehalten und ich freue mich. Endlich kann ich es euch auch zeigen. Auf eine erfolgreiche Influencerin wie Sandra Wall kommen Tausende, die scheitern. Und trotzdem, im Netz reich und berühmt zu werden, bleibt der Traum von vielen.